Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Ja, es ist einfach zu warm. Ich habe jetzt gerade eine halbe Pulle Wasser getrunken. Über 30 Grad hier in der Bude. Wir wollen jetzt den PC anschließen. Ja, also nicht nur PC, sondern Bildschirm, alles anschließen eigentlich. Ich richte euch mal nach unten. So. Dann brauchen wir erstmal hier die. Ich habe sie doch nicht zurückgeschickt. Habe ich ja im Odin was shoppen gezeigt. Die inne, die Überspannungssteckdose. Und die ist ja an der Seite so ein bisschen kaputt. Oder beziehungsweise da ist was dran. Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Ich habe nur keinen Bock, mir hier in die Pfoten zu schneiden. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. So. Dass wir das hier irgendwie rauskriegen. Ach so, da haben wir das schon. Na. Oh, und schon wieder gelber Sack. Also mit den Teilen vom PC haben wir, also habe ich jetzt alleine nur damit drei gelbe Säcke vollgekriegt. So. Die gehen wir lieber hier oben hin, wegen den Katzen. So. Haben wir hier einmal die Überspannungssteckdose. Die bauen wir gleich an. Ah, da muss ich hier noch den Aufkleber rausholen. Beziehungsweise den Pappshit. Also hier in Kinder. So. Oh Gott. Das kann erstmal hier oben hin. So. Dann müssen wir die einzelnen Boxen noch auspacken. Und gleich kommt dann das Anschließen. Oh, ich bin so gespannt, wie das sein wird, denn wie schnell der startet und so. Ist ja immer eine SSD drin, logischerweise. 32 GB Arbeitsspeicher. Ein 8-Kern-Prozessor, also da erwarte ich jetzt schon einiges, muss ich sagen. So, den PC-Tower noch ein bisschen vorholen. Also mein Messer ist runtergefallen. Och, warum fällt immer alles nach unten? Die Antenne. Tüte weg. So, das wird jetzt ein bisschen fummelig. Da bin ich jetzt am Überlegen, das werde ich jetzt wahrscheinlich mal kurzzeitig ohne Mikrofon machen müssen, weil ich muss da runterkrauchen. Aber ihr seht mich. So, das haben wir. Fernseh bzw. Monitor. So, den muss ich nämlich dann gleich hoch durchreichen. HDMI-Kabel. Stromkabel. Aber bevor ich den jetzt unter Strom setze, werde ich schon mal die Kabel von oben alle runterreichen. So. Weil bevor ich jetzt hier durchkrauche,
muss ich euch mal ein bisschen höher machen. Müssen wir jetzt gucken, dass wir alle Kabel, die wir brauchen, von oben schon mal durchreichen, weil sonst bringt das nichts. Weil dieses Hin- und Herkrauchen, das geht auch auf den Kreislauf. Das muss nicht sein. Achso, die Kabel müssen wir ja auch noch machen. So. Steht das auch eigentlich ja an der Box dran, was rechts links ist? Nö, wa? Auf dem Subwoofer steht das dran. Rechts ist schwarz, links ist blau. Also links ist blau. Den stelle ich nämlich dann schon mal hier auf die linke Seite, erstmal auf der Couch. So, Mikrofon mal rüber. So. Weil dann kann ich, wenn ich jetzt gleich runtergehe unter den PC, alle Kabel schon mal anschließen. Wenn ich das oben schon mal vernünftig vorbereite. Der Stromkabel vom zweiten Bildschirm muss ja auch noch nach unten und der HDMI-Kabel vom zweiten Bildschirm. So. Der kommt auf die Seite. So. Dann haben wir nämlich die beiden. Und die müssen jetzt, da muss ich euch erstmal was näher ranholen, kurzzeitig. So, die müssen jetzt nämlich beide hinten durch. So. Das schön aussieht, kann ich immer noch machen. Das ist jetzt erstmal nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Dann kommt einmal ein HDMI-Kabel vom zweiten Bildschirm nach hinten. So, ich habe den Tisch auch schon ein Stück von der Wand weggemacht, dass ich die Kabel vernünftig lang machen kann. Dann der Stromkabel vom zweiten Bildschirm. Da ist mein Stativ für die Kamera runtergefallen. So, dann haben wir das. Dann werden wir den HDMI-Kabel an den neuen Monitor schon mal anschließen. Der hat übrigens nicht nur HDMI. HDMI haben sie mitgeliefert, aber der hat auch DVI-Anschluss. Ach Quatsch, DVI. Oh, wie heißt der Scheiß? DisplayPort-Anschluss. Also der hat VGA und... Ne, der hat kein DisplayPort, der hat nur HDMI. Hieß doch DisplayPort. DC, naja, egal. Deswegen ist bestimmt nur ein HDMI-Kabel mit bei gewesen, aber egal. So. Dann brauchen wir den Stromkabel nochmal vom Monitor. Dann können wir das nämlich hier schon mal alles so durch. Und den Stromkabel dann hier hinten rein, den HDMI-Kabel, ich hoffe, der ist lang genug, da müsste lang genug sein. So, na komm doch, ja du Sau. Dann können wir den Bildschirm mal hier ein bisschen beiseite schieben. Hä? Der leuchtet blau, aber, achso, gut, der hat schon, da war noch ein bisschen Strom im Kabel drin. So, die Box erstmal hier beiseite geräumt. So, komm, wo bist du denn? Dann machen wir nämlich noch den so, das Bluetooth-Ding wollte ich eigentlich oben auf dem Tisch haben, aber das sieht ein bisschen zu knapp aus. Das werden wir so lassen. Jetzt Regenzasse. Das ist halt, wie gesagt, der Kabel ist zu kurz.
dass wir das hier oben rufstellen können und dass es dann bis nach unten geht. Deswegen werden wir das unten anschließen und dann oben rufstellen auf den Tower. Aber vom Subwoofer. So. Müssen wir gucken. Werden wir schon mal die Kabel hier abmachen. So, einmal. Und da haben wir dann praktisch hier dran. So. Einmal den Klinkenkabel für den PC. Und einmal das. Das muss ich dann von unten nach oben durchreichen. So. Und Strom müssen wir auch noch befreien, weil ich habe keinen Bock, wenn ich da unten drunter sitze, hier noch irgendwas lose machen zu müssen. So. Und schon haben wir das auch frei. So, und das kommt unten hin, der Subwoofer, den will ich nicht oben machen, weil ich habe Angst, dass der zu viel Bass ist, dass dadurch mein Mikrofon irgendwie anfängt zu vibrieren, weil das am Tisch festgemacht ist, deswegen kommt das nach unten. Können wir hier unten schon mal hinstellen. So, aber mir fehlt noch eins. So. Weil ich brauche ja dann nicht mehr so viel Kladderadatsch. Ich brauche einmal meine Maus. Die müsste von der Länge locker ausreichen, damit die da hinten an den PC rankommt. So, haben wir, oder? Ja, haben wir. Dann das Rode. Werde ich auch direkt am PC ranmachen. Na, wo ist er? Hier ist der Kabel vom Rode Mikrofon. Der kommt auch direkt am PC hinten ran. Brauchen wir keinen Adapter oder irgendwas dergleichen. So. Und dann haben wir noch den USB von der Kamera, der muss natürlich auch nach unten am PC ran. Und ich habe noch eine zweite Kamera, die habe ich ja vergessen hier rauszupacken. Ganz toll. Die muss ich nämlich hier aus meinem Kramtäschchen hier erstmal rausholen. Die habe ich nämlich vergessen rauszuholen. Ne, die ist hier ja nicht mehr drin. Wo habe ich denn die hingemacht? Ach so, ja. Bin ich doof. Die ist nicht da drin. Ich habe ja hier schon so eine Tasche gemacht. Ich habe ja schon meinen Laptop-Platz sozusagen aufgeräumt. Und habe die meisten Sachen halt abgeklemmt. Und habe die hier reingeräumt. Und hier müsste eigentlich auch die Kamera sein. Da ist es schon. Ich habe einmal die 920p. Ne, C920. Entschuldigung. Und einmal die C922. Das ist die nur 720p kann. Für Gamer ist die aber geeignet. Weil die hat eine extra Software mit bei, dass man den Hintergrund transparent machen kann. Die hatte ich mir damals mal geholt, weil meine Katzen den Kabel angeknabbert haben von meiner eigentlichen Kamera. Aber die geht noch, also ich habe die geklebt. Aber ich hatte halt keinen Bock, dass wenn was ist und die ausfällt, dass ich dann nichts mehr da habe. Deswegen habe ich mir da eigentlich noch mal eine extra Kamera geholt. Die werden wir nämlich beide anschließen. So. Und jetzt muss ich euch leider ein Stück weiter wegstellen. Und muss auch die Kamera jetzt, also das Mikrofon, abmachen, weil so weit reicht es nicht.
Ich muss da richtig unter den Tisch krauchen. So, also nicht wundern. Ich mache das Handtuch aber ab, weil das sonst assi aussieht. Uiuiuiui. Achso. Habe ich vergessen, das abzumachen. So. Uiuiui, wo ist denn das jetzt hin? Da ist es. Dahin. So. Kommt jetzt den Strom. Immer machen wir die Bassbox gleich mal fertig. Blau an Blau, Schwarz an Schwarz. Und der Klinke IPC. Ja, mal gucken. So dunkel hier. So dunkel in der Ecke, dass ich nichts sehe, wo da was ist. Taschenlampe. Ah, hier. Oh, das haben sie aber auch echt super gemacht. Rote Schrift auf schwarzen Gehäuse. Hast du meine Brille irgendwo gesehen, Hase? Nee, die hattest du dir doch bereits gut. Ja. Ah, da. Dankeschön, mein Engel. Mikrofon. Out, links, Dolby, ich glaube, das ist der rote, müsste der sein. Jetzt habe ich natürlich noch etwas vergessen. Den USB-Stick von der Tastatur. Der müsste ja auch irgendwo hin ran. Machen wir erstmal hier rein, dass er nicht abhanden kommt. Achso. Nein, machen wir später. Ich glaube, ich hätte doch ein USB-Modul noch zusätzlich bestellen müssen.
Scheiße. Ah, nee, doch geht. Ich muss mir noch einen Adapter holen. Von DisplayPort auf HDMI. Oh Gott. Moment, Leute, ich muss echt mal kurz Pause machen. Was trinken, ich bin gerade durch den Wind und im Arsch. So, ein bisschen akklimatisiert, was getrunken. Ich habe mir jetzt noch ein USB-Verlängerungskabel rausgeholt. Da werde ich nämlich meinen USB-Verteiler, der hier, hoppala, den hier, der hat auch Strom, USB 3.0, und auch gleichzeitig zum Laden verlängern, dass er nach unten rankommt, weil das Stück Kabel ist einfach zu kurz. Naja, doch, könnte knapp werden. Und hier mache ich dann nämlich auch meinen Kartenleser ran. Den weißen, den ich schon mal damals in einem Video gezeigt habe, dass der neben dem Monitor ist, dass ich nicht immer unten ran muss. Ich habe unten ein Kartenleserlaufwerk eigentlich nur als Sicherheit. Falls meins, was ich habe, was extern ist, mal kaputt ist, kann ich das nehmen. Aber ich will halt nicht immer unter dem PC krauchen. Ich muss euch jetzt nochmal das Mikrofon ranhängen, dass ich da dann nochmal durchmachen kann. Und Strom muss ich hier auch nochmal abmachen. Da hatte ich mal kleiner gemacht. Und die Antenne muss ich noch anschrauben.
Oh Gott. So, ich bin jetzt fertig mit dem Anschließen. Jetzt will ich euch aber auch zeigen, wie geil das aussieht. Wenn man jetzt in meinen Monitor, in meinen Tower reinguckt, sieht das so aus. Also hinten seht ihr da ein bisschen rot leuchten, der Ventilator leuchtet, die Karte leuchtet, also die Grafikkarte, da steht auch AMD. Und er ist wirklich verdammt leise. Ich höre nichts. So, das war das Anschließen. Ich kann jetzt, ich wollte eigentlich noch mehr filmen, wenn ich jetzt den Monitor richtig hinstelle, den Tower verschieben und alles. Ich kann aber nicht. Ich schwitze hier mir einen Wolf, ich will das T-Shirt ausziehen. Es ist einfach zu warm hier. Es sind über 30 Grad in der Bude. Ich schwitze mir die Seele aus dem Leib. Wenn es klappt, mache ich heute Abend nämlich gleich damit einen Livestream. Aber dafür muss erstmal alles eingerichtet werden. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Sorry, dass es ein bisschen verplant und ein bisschen chaotisch heute geworden ist hier mit dem Unboxing und das jetzt anschließen und so. Ist aber wirklich, ich bin heute auch nicht ich selber durch die Hitze. Ich hoffe, oh, jetzt kommt die Witter, endlich. Ich hoffe, das kühlt auch was ab. Aber dann muss ich hier auch wieder abmachen. Nicht, dass hier, weil da habe ich zu viel Angst wegen Blitz und so. Deswegen jetzt muss ich mich beeilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich werde natürlich noch ein separates Video machen, denn später über den, mit dem PC, also wenn ich nur mich aufnehme, euch mein Mindfactory Warenkorb zeigen, den habe ich extra nochmal für euch gemacht. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das Einzige, was jetzt nicht mit bei ist, ist der Corsair Arbeitsspeicher, weil der ist nicht lieferbar. Vielleicht ist er bis dahin wieder lieferbar. Und dann werde ich euch auch meine ersten Erfahrungen sagen und ich werde euch nochmal sagen, welche Teile ich drin habe und warum und weshalb. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden.
Hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ahoi, sagt euer Odin.